So, herzlich willkommen hier zur technischen Abnahme der ADC Heidelberg Historik. Wir haben diesem Jahr Jubiläum, 25 Jahre. Die Fahrzeuge werden hier einer technischen Kontrolle unterzogen, bevor sie am Freitag an den Start zur ersten Etappe gehen. Bei der Abnahme achten die technischen Kommissare natürlich, dass einmal A, die Bremslichter gehen, dass die Beleuchtung geht, logischerweise diese grundelementaren Dinge. Und dass der Fahrzeugschein ordnungsgemäß auch zum Fahrzeug passt. Das wird bei der technischen Abnahme kontrolliert. Wir kommen aus Heidelberg und Vater- und Sohn-Team fahren seit 15 Jahren zusammen, die Heidelberg Historik, jedes Jahr. Und überall, wo unser Sohn oder mein Sohn war, kam er auch die Historik dazu. Im Moment wohnt er in Berlin und ist heute Morgen eingeflogen nach Mannheim. Nur für die Historik und wir wünschen uns ein bisschen besseres Wetter, damit wir auch offen fahren können und freuen uns sehr. Dadurch, dass wir eben so lange auch schon bei der Historik mitfahren, immer mit diesem Auto, mit diesem 190 SL, ja, macht es einfach wahnsinnig Spaß. Man kennt langsam die Marotten des Autos und wir sind sozusagen eigentlich ein Dreier-Team sozusagen und das ist echt eine schöne Sache und sind wieder mit dem olympischen Gedanken dabei. Dabei sein ist alles und man weiß ja nie, was das Auto so macht, aber wir drücken die Daumen. Ja, wir sind hier, weil wir gehört haben, es soll eine sehr gute Veranstaltung sein, die Heidelberg Historik. Es ist das erste Mal, dass wir dabei sind. Ja, wir sind gespannt. Ich hoffe, das Wetter hält. Das ist ein Cadillac Dual Phaeton von 1928. V8 Motor mit 85 PS. Und sind ja die, das ist der